Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu der Herr der Ringe Online. Mit mir, dem Starkangstzwerg Nodrip, der mit seinen Freunden Horn hier nach Altburg gegangen ist, um Eomers alter Heimat zu helfen. Das haben wir jetzt gemacht. Dabei haben wir jetzt gerade Nona und Korodan getroffen, die jetzt auch endlich hier in der Westfold eingetroffen sind, und sie sind Gott sei Dank nicht kämpferisch eingedrungen, wie Nona es wollte, sondern haben den Fluss einfach an unbekannter Stelle überschritten. So, wir steigen jetzt mal auf den Tisch und treten hier auf das Essen. Arcel bedankt sich jetzt, oder hatte sich bedankt für uns, und was macht er jetzt? Es geht weiter. Edoras zurück. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, wir wollen nach Edoras auch zurückkehren, denn wir haben unsere Aufgaben hier erfüllt. Buch 12, Kapitel 5. Die Augen von Edoras. Ich kann euch nicht genug für eure Dienste danken. Ihr habt Altburg und seinen Bewohnern auf eine Weise geholfen, wie ich es nicht vermocht habe. Aber ich sollte darüber nicht überrascht sein. Schließlich hat Eomer euch zu Hilfe geschickt. Eomer ist viel weiser, als man es denken würde. Und er bedient sich seiner Weisheit nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch in Friedenszeiten. Von diesen hat die Welt in letzter Zeit nur wenige gesehen, leider. Kehrt ihr nun nach Edoras zurück? Ich wünsche euch alles Gute und möget ihr den Leuten dort so helfen, wie ihr es für die Bewohner von Altburg getan habt. Alles klar. So, und hier läuft noch jemand. Rostara, die Bergkönigin, die Epos-Helden, alles klar. Ihr macht wohl nur Epos. Genau. Mache ich auch, ne? Sprecht mit Horn bei den Hügelgräbern vor Edoras in Königstadt. Genau. Man kann jetzt quasi zu Fuß zurückreiten, den ganzen Weg bis nach da oben. Oder wir nehmen einfach die Schnellreise. Und die nehmen wir auch, die Schnellreise. Komm. Ich fürchte das, was diesen Landen derzeit passiert. So, ab nach Edoras. Da. Moment, sollen uns ja draußen treffen, also. Deswegen, sprecht mit Horn bei den Hügelgräbern vor Edoras. Genau, hier. Horn, was sagst du? Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid. Wir sind wieder nach Edoras gekommen, diesmal in Begleitung von Korodan und Nona. Seid ihr bereit, durch die Straßen zu gehen und nochmals mit Eowyn zu sprechen? Sagt mir Bescheid, wenn ihr gehen wollt. Die Verbündeten von Schlangenzunge können überall lauern und wir müssen auf der Hut sein. Lasst uns wachsam bleiben. Die Verbündeten von Grima Schlangenzunge könnten überall sein. Glaube nicht, dass wir die Stadt von ihnen befreit haben, als wir das letzte Mal hier waren. Okay, also schauen wir mal ganz genau, ne? Wir sind nach Edoras zurückgekehrt und sollten uns vergewissern, dass Eowyn mit ihren Aufgaben und Pflichten gut zurechtkommt. Ja, gut. Hierin dankt Nodrip. Wir werden Herrin Eowyn aufsuchen und herausfinden, wie ihre Bemühungen vorangeschritten sind, während wir uns um die Wünsche ihres Bruders in Altburg gekümmert haben. Hier entlang, Leute. Der Junge läuft weg. Ein Haufen Kinder hier. Das Mädchen läuft zur Seite. Da ist sie! Ich hab's doch gesagt! Seid gegrüßt, Kinder!
Wie ergeht es der Stadt? Warum sollten wir euch irgendwas sagen? Wir haben nichts getan, um euch zu beleidigen. Was würden eure Väter zu dieser Unhöflichkeit sagen? Woher sollen wir das wissen? Sie sind alle fort. Wegen Dunländern wie ihr. Oh, streckt den Finger aus und zeigt auf Nona. Nonas Hände sind geballt und ihre Augen funkeln. Tretet beiseite, Notreb. Ich werde nicht zuhören, wie diese Kinder schlecht über mein Volk reden. Ihr müsst etwas lernen, schwächliche Fohlen. Verschwinde von hier, dunländische Hexe! Ihr wisst nichts über mein Land. Wir wissen genug. Deine Leute wollen uns alle umbringen. Wie viele Dunländer hast du erschlagen, Kleiner? Was? Und was ist mit dir? Wie viele Dunländer hast du vernichtet? Keine, aber ich bin noch nicht volljährig. Ich habe mehr als 2 Dutzend Dunländer erschlagen. Sie waren mit denen verbündet, die meinen Bruder ermordet haben, Diener Sarumans. Habt ihr jetzt nichts mehr zu sagen? Kannst du uns das Kämpfen beibringen? Bitte bring uns den Schwertkampf bei! Aha, was wollen die Kinder? Jetzt wollen sie von ihr Schwertkämpfer lernen, ne? Ha, diese Wendung habe ich nicht erwartet, Notreb, sagt Korodan. Es scheint so, als hätte unsere Nona selbst auf die Kinder Rohans einen Effekt. Wenn Horn nicht aufpasst, wird er bald feststellen, dass sie fast keine Zeit für ihn hat, weil sie so damit beschäftigt sein wird, diesen Kindern den Schwertkampf beizubringen. Ihr solltet schon vorausgehen und Eowyn vor Meduseld aufsuchen, mein Freund. Wir werden wohl etwas länger brauchen, um hier dorthin zu kommen. Ja, sie umringen Nona. Jawohl. Bitte bring uns Schwertkampf bei. Wie muss ich den Knüppel halten? Wie mache ich das mit dem Schild? Alles klar, wir gehen zu Eowyn. So, macht ihr mal, ne? So viel zum Thema. Wir machen eine Instanz und denken, hier sind es überall irgendwelche bösen Leute von Schlangenzunge, ne? Dabei sind es nur Kinder, die auf Nona reagieren. So. So, Eowyn muss hier oben sein wahrscheinlich. Ah, da oben. Sie steht wie üblich oben auf den Stufen und schaut hinunter. Jawohl. Wir stehen vor ihr. Eowyn hört sich euren Bericht an, über den Besuch von Unterhag und Altburg an. Doch ihr könnt ihren zurückhaltenden Gesichtsausdruck ansehen, dass ihr etwas Sorgen bereitet. Ich fürchte, wir haben nicht alle von Grimas Verbündeten aufgespürt, als ihr zuletzt in Edoras wart, Notreb. Ich glaube, jemand behindert meine Bemühungen, die Stadt zu räumen. Jemand hat Löcher in die Getreidesäcke geschnitten, die wir zur Seite gelegt hatten, und die Räder eines Wagens beschädigt, der meiner Meinung nach nicht hätte bewacht werden müssen. Zeoflat sah eine verdächtige Person Richtung Norden aus der Stadt fliehen. Sprecht mit ihr und schaut, ob sie euch eine Beschreibung des Mannes geben kann. Wenn wir sein Aussehen nicht kennen, können wir ihn nicht davon abhalten, mehr Schaden anzurichten. Falls er zurückkehrt, besucht sie vor dem Haus im Nordosten. Okay, gut. Also, jemand hat das gesehen. Beschreibung. Da drüben. Alles klar. Wir gehen mal querfeld ein. Zeolflat. Okay. Eine Magd. Was hast du gesehen? Ich werde euch so gut helfen, Notreb, falls Herrin Eowyn dabei hilft, diesen Mann zu fangen, fragt mich, was ihr wollt. Und ich werde euch sagen, woran ich mich bezüglich des Mannes, den ihr gesehen habt, erinnern kann. Fragt mich, was ihr wollt. Erzählt mir von euch.
Mein Ehemann ist mit König Theoden in den Krieg gezogen und ich muss nun auf seine Rückkehr warten. Aber uns wurde gesagt, wir können hier nicht in unseren Häusern bleiben, sondern wir müssten nach Dunhaag gehen. Ja, weil das hier viel zu offen ist und schlecht zu verteidigen ist. Seid gegrüßt. Was habt ihr gesehen? Heute am frühen Morgen, noch bevor Sonnenaufgang, lief ich durch die Straßen der Stadt. Ich wollte mir noch einmal jedes Detail in mein Gedächtnis einprägen, denn dies ist mein Zuhause. Es war ein sehr trauriger Spaziergang hinunter zum Tor. Wie, du bist vor Sonnenaufgang aufgestanden, nur damit du mitten in der Dunkelheit sehen kannst, dass der Ort völlig in Dunkelheit steht? Das ist aber traurig. Genau am Tor stand ein Wagen, der wohl später mit Vorräten beladen werden sollte. Und gleich beim Wagen, versteckt im Schatten, sah ich einen Mann. Ja? Okay, ein Mann. Groß, blond. Athletisch. Welche Kleidung trug er? Er kniete neben dem Wagen und ich konnte erkennen, dass seine Stiefel aus Schlamm, mit Schlamm beschmiert waren. Er trug gelbes oder hellbraunes Leder mit einem Träger über der Schulter. Ich sah außerdem das Glitzern von Kettengeflecht im morgendlichen Sonnenlicht. Danke. Okay. Seid ihr euch sicher, was seine Kleidung betrifft? Ja, ich bin mir da ziemlich sicher, wirklich. Aber jetzt, da ich darüber nachdenke, glaube ich, er könnte eine rote Brosche am Hals getragen haben. Die war aus Gold oder aus feinpoliertem Messing. Aber in der Mitte war ein Edelstein, der im Halblicht rötlich glühte. Ah, sehr schön. Hatte sein Haar besondere Merkmale? Ich kann mich nicht mehr ganz genau an seine Frisur erinnern, aber sein Haar erschien im Halblicht hell zu sein. Wenn ich mich genau entsinne, dann könnte es einen bernsteinfarbenen Ton gehabt haben. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Sein Haar sah ein wenig zottelig aus. Doch er kniete neben dem Wagen und es könnte sich gelöst haben, als er sich dort versteckte. Seid ihr sicher, was die Frisur angeht? Ich werde bestimmt nicht darauf schwören. Ich bin nicht sicher. Na gut. Seid ihr sicher, was die Frisur angeht? Ah. Eowyn ist aufgetaucht. Okay, so sieht der Mann aus. Eowyn hört sich die Beschreibung an, die ihr von Zeolflad erhalten habt, und nickt aufgeregt. Sehr gut, Nodrip, doch wir brauchen eine Bestätigung und könnten sie nun erhalten. Eine weitere Bürgerin von Edoras behauptet, diesen Mann gesehen zu haben. Folgt der Straße in den Norden und sprecht mit Elfburg. Wenn ihre Beschreibung von Zeolflad der von Zeolflad entspricht, sollten wir in Erinnerung an diesen Mann trauern können. Sollten wir ihren Erinnerungen an diesen Mann trauen können. Ach so, nicht trauern, trauen. Okay, wir gehen nach Norden. Dort finden wir noch jemanden. Aber wo? Da unten steht jemand. Elfburg, genau. Nicht Zehnburg, nicht Zwölfburg, nein, Elfburg. Erzählt mir von euch. Ich habe mein Leben lang in Edoras gelebt und Brot für die königliche Tafel gebacken. Jetzt soll ich nach Dunhaag ziehen, bis Theoden aus dem Krieg zurückkehrt. Moment, haltet ein, ich muss was trinken. Ah. So geht's besser. Ich weiß nicht, ob diese Stadt noch stehen wird, sollten wir eines Tages wiederkommen. Wenn wir überhaupt wiederkommen. Ah, seid herzlich gegrüßt. Was habt ihr denn gesehen? Ich wache immer sehr früh auf. Und in jener Nacht hatte ich außerdem noch Schwierigkeiten, überhaupt einzuschlafen. Als ich dann zum Lagerhaus ging, um die Getreidesäcke zu zählen, die ich nach Dunhaag bringen soll, entdeckte ich, dass einer der Säcke aufgeschnitten war und die Getreidekörner
über all dem Boden verstreut waren. Ich verzweifelte fast bei dem Anblick, aber dann erspähte ich einen Mann, der die Straße hinabfloh. Ja, mitten in der Nacht stehst du jetzt auf, weil du nicht schlafen kannst und fängst an, Getreidesäcke zu zählen, ne? Okay. Dieser Verbrecher. Da ist er. Und sieht wieder so aus, so schneidig, ne? Welche Kleidung trug er? Er rannte in großer Eile und ich konnte keinen guten Blick auf ihn werfen. Ich bin fast sicher, er trug schwarzes Leder über ein Kettenhemd. Aber das Metall muss recht gut abgedeckt gewesen sein, denn ich konnte es nur kurz aufblitzen sehen. Es war ziemlich dunkel, müsst ihr wissen. Seid ihr euch sicher, was die Kleidung betrifft? Nun, vielleicht auch nicht. Es war sehr dunkel. Ich glaube, das Leder, das er trug, war vielleicht doch nicht so dunkel, wie ich zunächst angenommen hatte. Vielleicht war es eher braun als schwarz. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als ich ihn dort über die Straße rennen sah. Okay, danke. Gut, seid ihr euch sicher, was die Kleidung betrifft? Na gut, das ist das Gleiche. Hatte sein Haar besondere Merkmale? Sein Haar war lang und blond. Sein Aussehen glich dem eines Mannes aus Rohan. Ich gehe davon aus, dass es dadurch nicht leichter wird, ihn zu finden. Ohne geringsten Zweifel. Trug er einen Bart? Ja, einen blonden. Sagte ich das nicht bereits? Nein, habt ihr nicht. Gut, das war der Bart. Hielt er etwas in den Händen? Er trug eine Axt in der Hand. Damit muss er wohl die Getreidesäcke aufgeschlitzt haben. Dieser Bandit. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, okay. Erinnert ihr euch noch an etwas anderes? Da ist noch eine Sache. Er trug eine Art Brosche an seinem Kragen, die mit einer Klammer befestigt war. Ich sah das Juwel in der Mitte schimmern, als ich davonrannte. Als Vergleich dazu kommt mir nur ein blutrotes Auge in den Sinn. Ah, danke. Elfburgs Erinnerung an den Mann, den sie sah, ähnelt Zielflax sehr stark. Horn hört euch und nickt. Es gibt in Rohan viele Männer mit blonden Haar und Bart, Notre. Aber diese Brosche klingt unverwechselbar. Ein roter Edelstein in Form eines Auges ist bei meinen Leuten keine verbreitete Zierde. So können wir dieses verräterische Schlange finden und ihn dann hindern, Eowyn oder ihren Leuten noch mehr Schaden zuzufügen. Okay, gut, machen wir. Beenden wir das jetzt. Lasst uns gemeinsam zu Eowyn gehen und ihr berichten, was wir über diesen Mann erfahren haben. Also da gibt es irgendwelche Saboteure hier, ne? Das sind wahrscheinlich Leute von Schlangenzunge, die noch dort existent sind und weiter in seinem Auftrag agieren. So, Eowyn, was sagst du dazu? Das Ganze nimmt langsam Konturen an. Die Schriften, die ihr in Grimas Gemach gefunden habt, waren vage und geheimnisumwoben verfasst, um die Identitäten seiner Verbündeten geheim zu halten. Aber wir haben schon ein paar von ihnen ausfindig machen können. Hebeka, Leofing und Fortheer wurden besiegt und für ihren Part in Grimas Intrige zur Verantwortung gezogen und ins Gefängnis geworfen. Aber es scheint, es gab einen vierten Verschwörer. Er schien mehrere Namen zu benutzen, darunter Ednod und Goding. Es gab vielleicht noch mehr, von denen wir nichts wissen. Aber jetzt haben wir einen roten Faden, Notrep. Unser geheimnisvoller Feind scheint besonders vernarrt in eine blutrote Brosche zu sein. Und daran werden wir ihn erkennen. Wir können nicht zulassen, dass er zurückkehrt. Nun, wenn wir diesen geheimen Pfad auf die Spur kommen, können wir sicher sein, dass er nicht noch tödlicheres Unheil anrichtet. Na gut, okay. Unser geheimnisvoller Feind scheint von Edoras aus in den Norden geflohen zu sein.
Warum denn in den Norden? Also, Buch 12, Kapitel 6. Durch das Netz. Er scheint in den Norden geflohen zu sein. Es gibt da in der Gegend ein paar Siedlungen, aber ich wette, er hat sich auf den Weg nach Schlotheim in der weiten Mark gemacht. Ihr und eure Gefährten solltet eiligst nach Schlotheim reisen, um diesen Verbündeten von Grimas Schlangenzunge zu fassen, bevor er weiteres Unheil anrichten kann. Gräfe Friedhild hat in Schlotheim das Sagen, und sie war mir seit meiner früheren Jugend ein Vorbild. Ihre Stärke sucht ihresgleichen, und sie hat sich den Respekt all derer verdient, die in ihrem Leben ihr Zuhause gefunden haben. Und doch vermag diese Gefahr ihre Stärke zu übersteigen. Sie ist es gewöhnt, sich ihren Feinden im offenen Angriff und auf Feldern zu stellen und nicht gegen Schlangen im Gras zu kämpfen, die sich hinterrücks angreifen. Überbringt ihr die Nachricht über den geheimnisvollen Feind und warnt sie davor, dass er vielleicht schon in Schlotheim lauert. Wer weiß, was für üble Netze er bereits spinnt. Okay, also ab nach Schlotheim. Ab auf unseren Keiler. Auf geht's. Wo ist denn Schlotheim? Mittelaue. Ah ja, von Mittelaue kann man darüber, ne? Vielleicht kann ich ja nach Schlotheim auch so. So. Wir reiten hier querfeld ein. So, wir sagen jetzt hier Eowyn, also Horn und so weiter haben wir nebenbei Bescheid gesagt, ne? Die standen direkt neben uns, ne? So, weiter. Stallmeister. Ich weiß nicht, ob wir diesen Überfall überleben werden. Schlotheim komme ich nicht hin, aber Mittelaue. Genau, da oben ist Mittelaue und damit brauchen wir nicht mehr lange. So, ab aufs Kriegsross. Ja, da geht der Weg lang. Hier rüber. Ich kann da hinten die Methalle schon sehen. Das ist die da hinten. Und wir machen nochmal Speed. Ganz schön gefährlich, wie du da hochdackelst über den Computer. Du bist mir schon mal auf den Ausschalter gelaufen, Katze, ne? Und dann ist der ganze Computer runtergefahren. Mitten in der Aufnahme. Oder nee, nicht mitten in der Aufnahme. Mitten in irgendeinem Spiel. Ganz ungünstige Stelle war es das. Reist zum Eingang. Hier ist Hulak. Ihr habt Schlotheim entdeckt. Korodan macht Halt, als ihr euch dem Eingang der Stadt nähert. Es scheint, als habe sich unser Schicksal zum Schlechteren gewendet. Aus der Ferne nahm ich einen Lichtschimmer wahr und meine Befürchtungen werden jetzt bestätigt. Korodan hält den kleinen Gegenstand hoch, den er im Gras gefunden hat. Einen blutroten Rubin, der in eine silberne Brosche gefasst ist, die wie ein Auge aussieht. Unser Freund wusste, dass wir ihn verfolgen. Er
Er hat sich seines einzigen Gegenstands entledigt, an dem wir ihn hätten erkennen können. Nun ist er uns in der Stadt entwischt und kann nach Belieben zuschlagen. Ich gebe euch diese Brosche, aber ich gebe zu, das ist nicht der Ausgang, den ich mir erhofft hatte. Nun müssen wir der Gräve eine Warnung überbringen und nicht den Schlüssel, um die Bedrohung zu beenden. Na gut. Wir haben das gefunden. Es sind hoffnungslose Zeiten für die Rohirrim. Ja, sind es. So, ab in die Methalle. Da oben ist er. So, also. Friedhild heißt sie, oder? Da ist Grimma. Wie sieht denn der aus? Kettenhemd, braun, blonde Haare, Bart. Der könnte es echt sein, Grimma, ne? Und wer steht da? Ein Unbekannter, blond und trinkt. Und du? Ihr seht alle so ähnlich aus, Mist. Wenn ihr Frieden haltet und weder Land noch Leuten schadet, dann seid ihr hier willkommen. Okay, es ist immer eine Freude, einen neuen Barden zu treffen, Notrep. Wenn ihr in Frieden kommt und meinen Leuten diesen Land nicht schadet, seid ihr in meiner Halle willkommen. Okay, Friedhild hört euch aufmerksam zu. Als ihr von eurer Verfolgung von Schlangenzunges geheimnisvollen Verbündeten und dem Unheil erzählt, das er in Edoras angerichtet hat. Ein Lächeln erhellt ihr Gesicht, als ihr erwähnt, dass es Eowyns Wunsch war, dass ihr von der Gefahr berichtet, die er für die weite Mark darstellt. Sie war schon immer ein starkes Mädchen, und sie erinnert mich wirklich an mich selbst, als ich in diesem Alter war. Wenn sie ein wenig reifer geworden ist und sich ein- oder zweimal die Nase gebrochen hat, wird sie eine tolle Frau sein. Es muss sie ärgern, dass sie zurückbleiben muss, um den Leuten ein sicheres Geleit zu geben, während die anderen in den Kampf reiten. Ich würde dasselbe tun, hätte ich nicht diesen Krieg in meinen eigenen Landen zu tun. Hier in der Weitmark gibt es beileibe genug zu kämpfen. Jemand hat vielleicht euren geheimnisvollen Eindringling bemerkt, als er nach Schlotheim kam. Notrep, ihr solltet mit Wigbald sprechen, der Wache am südlichen Tor. Wenn jemand etwas gesehen hat, dann er. Ihm entgeht fast nichts. Okay, also reden wir mal mit Wigbald. Na gut. Vielleicht weiß Wigbald mehr über den, ne? Würfelt ein, ab zum Tor. Komm. Da unten ist das Tor. Und wo ist Wigbald? Wigbald ist hier direkt am Tor. Der sieht fast genauso aus wie der, den wir suchen. Wigbald. Ihr sucht jemanden, sagt ihr? Ich habe heute wahre Menschenmassen durch das Tor gehen sehen. Könnt ihr mir etwas zu seinem Aussehen sagen? Ihr müsst zugeben, dass ihr keinen blassen Schimmer vom Aussehen eures Opfers habt. Das macht es zweifellos etwas schwieriger, jemanden zu finden. Da war jedoch dieser eine Mann, der vielleicht euer Verdächtiger gewesen sein könnte. Jetzt, wo ihr es sagt, er stellte viele Fragen über die Norhofen. Es könnte also sein, dass er die Stadt ganz verlassen hat und in Richtung Osten unterwegs ist. Ihr erzählt Wigbald, dass ihr in der Nähe von Schlotheim nach weiteren Hinweisen suchen wollt, nur um ganz sicher zu sein. Und da zuckt er mit den Achseln.
Natürlich könnt ihr das tun. Wie ihr es euch beliebt. Es ist ja schließlich eure Zeit, die ihr verschwendet. Der einzige Verdächtige, den ich gesehen habe, fragte nach Norhofen. Na gut, also. Wenn du meinst. Wir gucken uns ein wenig um. Und wir entdecken hier ein zerbrochenes Banner. Dieses Banner ist zerrissen, als ob etwas es mit großer Wucht heruntergeholt hatte. Gut, was haben wir da drüben? Aufgewühlten Erdhaufen. Diese Erdhügel deuten darauf hin, dass sich hier eine Rauferei abgespielt hat. Stiefelabdrücke. Ihr findet am Fuße des Zauns im Schmutz Abdrücke von Stiefeln. Verstreute Blätter. Mhm. Diese Blätter liegen verstreut, aber vielleicht war es nur der Wind. Ein Helm. Ihr habt einen weggeworfenen Helm gefunden, aber um wessen Helm handelt es sich? Oh, da ist ein Kind. Sucht ihr nach dem Mann, der den Helm weggeworfen hat? Ich sah, wie er zurückkam, um ihn zu holen. Aber als er mich sah, begann er zu rennen. Ich folgte ihm eine Weile, aber er rannte in Richtung Westen aus der Stadt. Ich glaube, er war auf der Suche nach den Orks. Es war klar, dass er Ärger bedeuten würde. Habe ich richtig gehandelt? Wenn er wieder auftaucht, sage ich euch, oder Gräve Friedhild Bescheid. Ihr solltet sie wissen lassen, wer ich bin, sodass sie mich in die Methalle lässt. Mein Name ist Atgys. Und ich habe mein ganzes Leben in Schlotheim verbracht. Meine Mutter sagt, ich soll innerhalb der Stadtmauern bleiben. Das ist der einzige Grund, warum ich ihm nicht gefolgt bin und ihm der königlichen Gerechtigkeit zugeführt habe. Es war ein Verbrecher. Sagt bitte Gräfin Friedhild, dass ich sie wissen lassen werde, wenn ich ihn wieder sehe. Versprecht es mir. Ihr müsst es mir versprechen. Ich verspreche gar nichts, aber ich rede mit Friedhild. So. Wollen wir jetzt nochmal schauen, was Friedhild noch zum Abschluss sagt? Und danach beenden wir dieses Buch auch, ne? Weil das war jetzt schon wieder fertig, ne? Oder dieses Quest, dieses Kapitel. So, also, da ist einer durch die Stadt und hat Unheil angerichtet. Ihr sagt, dieses Kind hätte den Mann gesehen, nach dem ihr sucht? Und außerdem soll er sich den Orks angeschlossen haben? Ich würde Artgild gern treffen und mit ihr selbst sprechen. Meine Halle soll ihr offen stehen. Wenn dieser Mann, den ihr von Edoras hierher verfolgt habt, sich den Orks angeschlossen hat, ist er aus der geheimnisvollen Gefahr, die er darstellte, jetzt eine Bedrohung geworden. Das wissen wir hier in Schlotheim nur zu gut. Wir werden nun schon seit vielen Monaten von Plünderungen der Orks und ihrer Halborkbrüder bedroht. Na gut, also. Die Orks haben schon früher Angriffe gegen Schlotheim geführt, dennoch dürfen wir nicht untätig bleiben. Ja, aber dieses nicht untätig bleiben machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich. Bis denn, sagt der Captain.